Ich bin Europa. Ich bin keine Utopie. Ich bin eine Realität. Ich bin 742 Millionen Menschen. Ich spreche 150 Sprachen, aber nur 23 davon sind offiziell anerkannt. Ich bin der Erste Weltkrieg. Ich bin der Zweite Weltkrieg. Ich bin all eure Kriege. Ich bin all eure Menschenrechte. Ich versuche, Kompromisse auszuhandeln. Ich organisiere eure Freiheit. Ich bin der Vatikan. Ich bin Auschwitz. Ich bin die Revolution. Ich bin die Tragödie. Ich bin das zusammenbrechende Griechenland. Ich bin der Aufstieg und der Untergang des Kommunismus. Ich bin die NATO. Ich bombardiere Serbien. Ich bin die geschlossene Balkanroute. Ich bin das Ende von Schengen. Ich bin der Brexit. Meine Eltern waren Nazis, waren Humanisten, waren Entdecker, waren Kolonialisten. Ich bin in Nordamerika eingefallen und habe die Ureinwohner ausgerottet. Ich habe Südamerika vergewaltigt. Ich bin losgezogen nach Australien und habe die Aborigines ausgerottet. Ich habe einen Großteil Asiens unterworfen. Ich habe einen Großteil Afrikas unterworfen und die einheimische Bevölkerung gezwungen, meine Sprachen zu sprechen und an meinen Gott zu glauben. Ich zerstöre das Klima. Kleine Kinder arbeiten für mich in China und Bangladesch. Ich verkaufe Waffen an afrikanische Milizen und arabische Diktatoren. Ich bin Hochkultur. Ich bin Kunst. Ich bin Beethoven, Mozart, Wagner. Ich bin Goethe, Schiller, Shakespeare, Dante, Molière. Ich bin der Louvre und die Salzburger Festspiele. Ich bin Bayreuth und La Scala. Ich bin Rom, Paris, London, Prag. Ich bin Weltkulturerbe. Ich bin Versace, Lagerfeld, Armani, Chanel, Dior, Pasolini, Antonioni, Fassbinder, Godard. Ich bin Rolls-Royce, Rolex und Montblanc. Ich bin ein Privatjet, der George Clooney, Michael Fassbender und Javier Bardem zum Festival nach Cannes fliegt, zum Filmfestival nach Venedig. Ich würde George Clooney, Michael Fassbender und Javier Bardem hinfliegen, wohin sie wollen, und mit ihnen das Wochenende in einem wunderschönen Luxushotel an der Côte d'Azur verbringen. Ich bin der Prince of Wales und seine Prinzessin in einer prunkvollen, romantischen Pferdekutsche, die den Massen zuwinken, Massen armer Menschen, die wild und begeistert jubeln und Papierfahnen in den Nationalfarben schwenken, am Tag der teuersten Hochzeit, die je weltweit im Fernsehen übertragen wurde. Ich bin der Traum, der wahr wird. Ich bin all das, wonach du dich sehnst. Und ich werde alles tun, um meinen Wohlstand zu erhalten. Ich will Sicherheit. Ich will Ruhe. Ich will Frieden. Ich bin eine Friedensmacht. Das hier ist ein Ort, an dem keine Gewalt ausgeübt wird. Das hier ist ein Ort, an dem keine Gewalt gegen uns ausgeübt wird. Gewalt gegen uns hat auf diesem Territorium nichts zu suchen. Wir üben Gewalt aus, aber das machen wir an anderen Orten, um dort für Ordnung zu sorgen, um all das Chaos zu lichten. Es ist zu viel Chaos in der Welt, zu viel Unordnung, und irgendjemand muss sich darum kümmern. Und all das sortieren, strukturieren, eine Ordnung herstellen. Wir lassen uns von euch nicht aus dem Konzept bringen. Diese Welt ist gefährlich. Und wir brauchen klare Strukturen, denn wir wollen klar denken. Wir hören gerne Beethoven. Wir lesen gerne Gedichte von Rilke. Wir diskutieren heftig und angeregt über Schopenhauer und Kant. Wir brauchen Rohstoffe. Wir brauchen billige Arbeitskräfte. Also legen wir euch in Ketten und packen euch auf unsere Schiffe und schlagen mit großen Peitschen auf euch ein. Wir nehmen uns das, was wir brauchen. Das ist freier Handel, versteht ihr? Warum machen wir das? Weil wir es können. Ihr macht alles so schwer für uns. Ihr macht es so schwer für uns zu vergessen. Ihr erinnert uns an Zeiten, die wir hinter uns gelassen haben.
Ich war selbst Flüchtling, aber ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Ich habe alles vergessen. Alle Erinnerungen an meine eigenen Flüchtlingsgeschichten sind gelöscht. Bitte, geht. Oder verhaltet euch unauffällig. Wir wollen uns nicht erinnern. Wir wollen uns nicht erinnern, wer wir einmal waren. Geht, bitte. Ihr gefährdet unsere Sicherheit. Ihr erinnert uns daran, zu was Menschen alles fähig sind. Das hier ist eine Insel. Das hier ist eine Festung. Wir führen Kriege, aber davon wissen wir nichts. Wir führen Kriege, aber schon längst nicht mehr hier auf unserem Territorium. Hier wollen wir nachts ruhig schlafen können. Hier wollen wir eine Bach-Sonate hören und einen Schumann-Liederabend genießen. Wir wollen uns an Körper, die Schmerzen durchleiden, nicht erinnern. Ihr seid alle so archaisch, wie ihr da an Horden über unsere Autobahn lauft, mit euren Kopftüchern und euren Babys im Arm. Wie Geschöpfe aus einer anderen Zeit, aus der Bibel. Wir haben Angst, dass wir unsere Zukunft in euch aufflackern sehen. Ihr seid das, was mit uns geschieht, wenn all das hier zerfällt. Wenn wir zurückfallen, wenn wir auseinanderbrechen. Unser Europa. Ihr macht es so schwer für uns, euch zu verstehen. Ihr seid alle so chaotisch. Wir wollen mit dem, was außerhalb unserer Grenzen geschieht, nicht in Berührung kommen. Wir befinden uns seit Hunderten von Jahren auf einer Friedensmission. Wir kämpfen für eine bessere Welt. Wir haben Utopien, Visionen, Ideale. Wir bringen Kultur, Ordnung, Stabilität, Wohlstand, Fortschritt, Freiheit, Sicherheit, Menschenrechte und das Christentum in die Welt. Wir helfen Menschen in Not. Wir kümmern uns. Wir geben gerne Brot für die Welt. Wir geben der Welt gerne etwas Brot. Also wir geben der Welt gerne etwas von unserem alten Brot, das wir übrig gelassen haben. Das vergammelt ja sonst nur. Und unser Brot ist ein sehr besonderes Brot. Wir haben sehr viel mehr zu bieten als nur so ein labbriges, nährstoffarmes, weißes Fladenbrot. Unser Brot hat Substanz. Unser Brot gibt Kraft. Unser Brot ist weltberühmt. Es ist Teil unserer Identität. Unsere Backkultur ist einzigartig in der Welt. Unser Brot ist Teil unseres Heimatgefühls. Auf unser Brot sind wir alle hier sehr stolz. Aber das brechen wir nur mit euch, wenn ihr unsere Brotkultur in all seiner Vielfalt, in all seiner Komplexität auch zu würdigen wisst. Wir haben hier Weizenmischbrot, Weizenmischtoastbrot, Weizenmischbrot mit Schrotanteil, Weizenmischtoastbrot mit Schrotanteil, Weizenroggenschrotbrot, Weizenroggenschrottoastbrot, Weizenroggenvollkornbrot. Roggenbrot, Roggentoastbrot, Roggentoastbrot mit Schrotanteil, Roggenschrotbrot, Roggenvollkornbrot, Roggenmischbrot. Roggenmischtoastbrot, Roggenmischbrot mit Schrotanteil, Roggenmischtoastbrot mit Schrotanteil, Roggenweizenschrotbrot, Roggenweizenschrottoastbrot, Roggenweizenvollkornbrot. Dreikornbrot, Vierkornbrot, Fünfkornbrot, Winkelbrot, Gerstenbrot, Haferbrot, Maisbrot, Hirsebrot, Buchweizenbrot, Weizenkeimbrot, Malzkornbrot, Leinsamenbrot, Sojabrot, Rosinenbrot, Gewürzbrot, Kartoffelbrot, Kleiebrot, Milchbrot, Milcheiweißbrot, Sauermilchbrot, Quarkbrot, Kefirbrot, Joghurtbrot, Butterbrot, Molkebrot, Holzofenbrot, Steinofenbrot, Dampfkammerbrot, Pumpernickel, Knäckebrot, Eiweiß angereichertes Brot, Ballaststoff angereichertes Brot, Kohlenhydrat vermindertes Brot, eiweißarmes Brot, glutenfreies Brot, Diabetikerbrot, streng natriumarmes Brot,
Kastenweißbrot, Kommissbrot, Frankenleib, Kasslerbrot, Paderborner Lampbrot, rheinisches Schwarzbrot, bayerisches Hausbrot. Um nur mal einige der wichtigsten Brote zu nennen. Merkt euch die! Kommt endlich hier an! Zivilisiert euch! Nehmt unsere Werte an! Ehrt unser Brot! Nehmt eure Schleier ab! Respektiert unsere Frauen! Seid nett zu Minderheiten! Helft alten Leuten über die Straße! Benehmt euch, wenn ihr ins Freibad geht! Fahrt mit dem Fahrrad nicht immer auf den Bürgersteig, das machen wir hier nicht! Fragt unsere Töchter nicht nach ihren Telefonnummern. Unsere Töchter wollen euch nicht heiraten, also lasst sie in Ruhe. Kommt pünktlich, wenn ihr einen Termin habt. Nehmt Platz im Wartezimmer und wartet. Seid nicht so laut. Und parkt nicht auf den Behindertenparkplätzen. Verdammt nochmal, die sind für Behinderte, weil die nicht so gut laufen können. Ja, die gehören auch dazu. Ganz normal. Wir sind hier alle ganz normal. Wir achten einander, wir respektieren einander. Und wenn ihr das nicht kapiert, dann müsst ihr wieder gehen. Es ist nicht Platz für alle da, das tut uns leid, aber es gibt Grenzen und wir brauchen Grenzen, sonst verlieren wir die Kontrolle und das wollen wir nicht. Im Moment weiß ich einfach nicht, wohin ich mich bewegen soll. Vor, zurück oder einfach nirgendwo hin. Ich fühle mich alt und erschöpft. Ich habe Angst vor meiner eigenen Bevölkerung. Meine eigene Bevölkerung vertraut mir nicht mehr. Sie misstrauen meiner Währung. Sie misstrauen meinem Parlament. Sie driften auseinander. Vielleicht sehnen sie sich wieder nach einem Krieg. Ich bin verwirrt. Ich bin Europa. Ich habe keine Identität. Ich bin Europa. Und niemand weiß, was das bedeutet. Ich bin Europa. Und ich habe keinen Halt. Ich zerbreche, ich falle auseinander, ich spüre diesen Riss, dieses Reißen. Ich werde auseinandergerissen von einer großen Unsicherheit, von Konfusion, Ratlosigkeit, Panik, Hysterie, Hass. Ich bin Europa. Ich weiß nicht, wer ich bin. Angst. Überall Angst. Irgendwas passiert hier. Irgendwas passiert hier gerade und ich weiß nicht mehr, wie ich mich dazu verhalten soll.